Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Video. Mein Name ist Marianne von Keusch das Autohaus und es freut mich, euch heute mal wieder ein Lexus zeigen zu können. Und zwar zeige ich euch den neuen Lexus RX. Was jetzt aber ganz neu ist beim Lexus RX, es gibt ihn jetzt erstmals in drei elektrifizierten Antrieben. Also ich habe einmal den altbekannten RX 350 H Vollhybrid. Wir haben hier jetzt eine Systemleistung von 250 PS. Wir haben hier mittlerweile auch die vierte Generation. Das heißt, die ganzen Hybridkomponenten wurden überarbeitet und er ist sparsamer. Und gekoppelt ist er mit einem E4-Antrieb, das heißt allradelektrisch. Und wir haben hier einen zusätzlichen 54 Kilowatt starken Elektromotor auf der Hinterachse, der halt einfach die Fahreigenschaften verbessert. Und jetzt gibt es auch schon neu, wie wir es schon vom NX kennen, ein Plug-in-Hybrid-System. Das ist der RX 450R Plus. Und hier habe ich jetzt eben zusätzlich noch eine 18,1 Kilowatt starke Batterie, die extern aufgeladen werden kann. So kann ich dann rund ca. 90 Kilometer bis zu 135 km/h wirklich rein elektrisch zurücklegen. Und das Gute ist, sollte die mal leer sein, kommt dann einfach das reguläre selbstladende Hybridsystem von Lexus zu tragen. Das heißt, es ist noch weiterhin sehr sparsam unterwegs und die Plug-in-Hybrid-Batterie wird auch noch zusätzlich aufgeladen. Also richtig cool. Die neueste dritte Variante, die es jetzt gibt, ist ein Turbo Performance Hybrid, der RX 500H. Und was ist da anders? Da muss ich jetzt einfach auch ein bisschen ausholen, um das zu erklären. Und zwar wichtiger Bestandteil bei einem Lexus Toyota Hybrid ist Hybrid Synergy Drive. Und das besteht aus einem, leicht gesagt, Verbrennungsmotor, einem starken Elektromotor und dem wichtigsten Bauteil, einem sogenannten Planetengetriebe. Alle Bauteile sind formschlüssig miteinander verbunden, das heißt, da gibt es keine Kupplung oder so etwas. Und dieses Planetengetriebe bestimmt die Übersetzung zwischen dem Verbrennungsmotor und der Antriebswelle. Das heißt, die gibt eigentlich die Geschwindigkeit vor, die der Hybrid fahren kann. Also so erfolgt auch die Beschleunigung. Wenn man jetzt aber das erste Mal mit einem Lexus Hybrid fährt und das nicht gewohnt ist, ist es ein bisschen komisch, weil das Auto, was immer ein bisschen angekreidet wird, jault ein bisschen auf. Aber das ist einfach, weil die Übersetzung über dieses Planetengetriebe stufenlos funktioniert und wir einfach bei einem normalen Fahrzeug gewohnt sind, dass wir Gas geben, die Drehzahl geht in die Höhe, ich schalte den Gang runter und dann wird das auch wieder leise. Und das ist halt hier nicht so. Aber auch wenn es ein bisschen bekrittelt wird, ist das eigentlich das Feature von dem Auto, weil es kann weniger kaputt werden. Es ist eine tolle Technik und wirklich sehr ein ausgeklügeltes System. Aber um jetzt eben mal eine andere Kundengruppe ansprechen zu können, hat Lexus jetzt diesen Turbo Performance Hybrid entwickelt. Und was ist da anders? Also ich habe einen 2,4 Liter starken Turbomotor, einen sehr starken Elektromotor und erstmals in der Geschichte eine 6-Gang-Stufenautomatik. Das heißt, das Fahrgefühl ist jetzt so wie einem normal angetriebenen Fahrzeug, also bei einer Schalter- oder eben Automatikgetriebe. Und zusätzlich hat der Elektromotor zwei Kopplungen. Das heißt, er kann entkoppelt werden, weil, wie ihr vielleicht wisst, die Drehzahl des Elektromotors bestimmt ja quasi die gesamte Übersetzung, die dieses System machen kann. Also somit auch die Höchstgeschwindigkeit, die möglich ist. Um das auch einfach jetzt zu entgehen, kann dieser Elektromotor entkoppelt werden. Und so stehen jetzt wirklich große Leistungen zur Verfügung. Also wir haben jetzt hier Systemleistung von 371 PS und ein Drehmoment von 550 Newtonmeter. Das heißt, durch diesen Turbo-Hybrid haben wir jetzt eigentlich die Leistung eines 3 Liter V6 angetriebenen Fahrzeuges, aber mit 20% geringeren Kraftstoffverbrauch. Und was jetzt ebenfalls neu gibt, das gibt es halt beim RX 500H, ist das neue Direct-4-Allrad-System von Lexus. Also hier wird wirklich im Millisekundenbereich das Antriebsmoment zwischen der Vorderachse und der Hinterachse angepasst. Also das heißt, wenn ich jetzt normal fahre, habe ich eine Kraftverteilung von zum Beispiel 60:40. Wenn ich in die Kurve reinfahre, wird mehr Antriebsmoment an die Vorderachse geliefert. Also dann haben wir hier ein Verhältnis von 80:20. Und wenn ich aus der Kurve rausfahre, ändert sich das wieder und ich habe jetzt im hinteren Bereich mehr Antriebsmoment. Das heißt, ich habe da jetzt wirklich die ganze Zeit tolle Bodenhaftung, tolles Fahrgefühl. Jetzt noch kurz zum Innenraum. Also
Das ist wirklich ein sehr geräumiges, großes Auto. Das ist ja auch der größte SUV von Lexus. Im Inneren, wir haben jetzt hier auch dieses große 14 Zoll HD-Display, das wir jetzt auch schon vom Lexus NX kennen. Wir haben hier mit Integration kabellos von meinem Apple iPhone eine Sprachsteuerung und auch cloudbasierte Navigation. Aber wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann könnt ihr euch unser NX-Video nochmal anschauen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Den NX gibt es ja mittlerweile schon seit 25 Jahren und seit 2005 als Vollhybrid. Äußerlich hat sich jetzt nicht viel geändert. Also man erkennt auf den ersten Blick, dass es der NX ist. So ist zum Beispiel diese schwarze C-Säule hinten geblieben. In der Front hat sich es ein bisschen verändert. Und zwar, da haben wir jetzt richtig einen großen Kühlergrill, der über die gesamte Front geht. Magst du jetzt vielleicht noch ein bisschen was zum Heck erzählen? Klar, kann ich gerne machen. Die Heckleuchte ist jetzt so, wie wir es schon vom NX und UX kennen. Das heißt, sie ist durchgehend. Und vielleicht auch noch kurz zur Info, falls ihr euch für den F-Sport entscheidet. Da gibt es dann auch noch ein paar schwarze Akzente. So hat der zum Beispiel 21 Zoll mattschwarze Alufelgen. Die Außenspiegel sind schwarz, die Dachreling und der Mesh-Einsatz beim Kühlergrill ist auch ein bisschen anders. So, und jetzt habt ihr auch noch kurz Zeit, das Auto euch in Ruhe von der Seite anzuschauen. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende unseres Videos angekommen. Falls euch gefällt, was wir so machen, dann liked oder kommentiert unser Video bzw. abonniert unseren YouTube-Kanal. Dann verpasst ihr auch nicht unser nächstes Video. Und zwar zeigen wir euch da, kleiner Spoiler, einen grandastischen Maserati Sportwagen. Also, wir sehen uns.